Regio-Sound. Musik aus Südbaden. Hallo, hier ist Baden FM mit dem Regio-Sound. Einen schönen guten Abend wünsche ich, einen guten Start in die neue Woche. Ich präsentiere Ihnen heute wieder eine neue Band. Aus Freiburg, Black Armadillo heißt sie, und dahinter verbergen sich 5 junge Männer. Die habe ich zu mir ins Studio eingeladen. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde und auf die Musik der Jungs. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Julika Goldschmidt. Hallo. 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 Regio Sound. Musik aus Südbaden. Schönen Montagabend wünsche ich, hier ist Baden FM mit dem Regio Sound Musik aus Südbaden. Gemeinsam mit den Jazz- und Rockschulen Freiburg präsentieren wir Ihnen hier Musikerinnen und Musiker und Bands aus der Region und natürlich auch ihre Musik. Heute Abend freue ich mich sehr über den Besuch von Black Armadillo aus Freiburg und der Umgebung. Woher die Jungs kommen, was sie zusammengeführt hat, das hoffentlich werden wir in der kommenden Stunde erfahren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen an euch. Hi. Hallo. Wie habt ihr denn zusammengefunden? Fange ich mal mit Pascal an, der hier direkt neben mir sitzt. Wir haben angefangen als Abi-Projekt. Also Max, Bernd und ich kennen uns schon praktisch von klein auf. Und an Max' 18. Geburtstag hat sich dann herausgestellt, dass Bernd, wenn wir lustig drauf sind, doch besser singt betrunken als man. Betrunken grölen kann. Betrunken grölen kann, genau. Ja, dann haben wir praktisch die Band gegründet, bevor irgendeiner in der Lage war, ein Instrument zu spielen. So ging es dann relativ schnell vorwärts. Haben dann praktisch das als Abi-Band aufgezogen, dann mal eine Zeit lang Pause gemacht, aber... Ja, das waren so die ersten Schritte. Also ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die 18, die ihr habt da jetzt auch schon ein Stück weit hinter euch gelassen. Wie lange spielt ihr schon zusammen? Ich glaube, mittlerweile sind es jetzt 5 Jahre. Wir sind immer wieder selber am Überlegen, wann es genau angefangen hat. Aber ich würde sagen, so vor 5 Jahren saß irgendwann Achim, unser Bassist, einfach im Proberaum. Und wir haben ihn mit in die Band genommen. Und der Drummer, Dennis, ist seit 2 Monaten vielleicht dabei und so lange ungefähr. Okay, also das heißt, Dennis, du bist neu. Korrekt. Und wie bist du dazugekommen? Ich habe zuvor schon in einer anderen Band gespielt und der Pascal kannte den Gitarristen von meiner alten Band und dadurch kam das eigentlich zustande. Und inzwischen, dank Facebook, gibt es ja viele Möglichkeiten, an Musiker ranzukommen. Und die Jungs hatten da inseriert und ich war relativ motiviert, da dabei zu sein und habe mich dann gemeldet. Also im Prinzip haben wir ihn ganz frech abgeworben, weil wir einfach akut einen Drummer gebraucht haben, weil wir eben gerade für dieses Jahr noch relativ viele Gigs gebucht hatten. Da waren wir mal so frech und haben uns einfach woanders ein bisschen bedient. Das ist natürlich die ganz feine Art. Was habt ihr ihm denn geboten? Das kann man, glaube ich, im Radio nicht sagen. Oh mein Gott. Kein Kommentar an der Stelle. Okay, dann überspringen wir diese Frage. Motivation ist bei euch ja offenbar ein gutes Stichwort, denn immerhin habt ihr hier schon 2 kleine Alben oder Demos liegen. Wie kam es dazu, dass ihr das Ganze gleich auf Scheibe gepresst habt? Wir können schon auch ein bisschen was und haben irgendwann auch gedacht, das ist schon gut genug und macht genug Spaß, um es wirklich auch irgendwie ein Stück weiterzutreiben, und hatten dann irgendwie auch einen coolen Kontakt mit Alex Rochas aus Stuttgart, cooler Typ, der uns geholfen hat, da die neue Scheibe dann noch aufzunehmen, und so kam das. Zustande. Und ich glaube, von der hören wir jetzt den ersten Song. Wie heißt denn dieser Song? Der erste Song heißt She Killed Him in His Sleep und ist, würde ich sagen, ein Märchen. Hört es euch einfach an. Okay, und wenn uns das gefallen hat, dann hören wir die Jungs gleich nochmal wieder. She killed a man.
FM. Guten Abend, hier ist Baden FM, der Regio Sound. Vielleicht kennen Sie diese Sendung schon. Wenn nicht, dann lernen Sie sie jetzt hoffentlich kennen. Eine Stunde lang nehmen wir uns jeden Montagabend Zeit, um Ihnen eine Band aus der Region vorzustellen. Das können alte Hasen sein oder auch ganz junge Bands, die sich neu formatiert haben. Wichtig ist, dass sie aus der Region sind, dass sie Musik dabei haben. Und beides ist bei Black Armadillo der Fall. Aus Freiburg kommen die Herren, sind heute in kompletter Besetzung bei mir im Studio. Ich begrüße ganz herzlich Pascal, Bernd, Achim, Dennis und Max. Einen schönen guten Abend, ihr Herren. Guten Abend zusammen. Ja, wir haben euch schon so ein ganz klein bisschen kennengelernt. Seit einigen Jahren spielt ihr jetzt zusammen. Was war bisher das Beste, was euch passiert ist? Ja, also wir hatten, sind mit Glück an einen ziemlich coolen Gig rangekommen. Das war letztes Jahr im Sommer und zwar in Stuttgart auf dem Schlossplatz beim Jazz Open Festival und konnten da vor Bonnie Raitt und vor Steve Winwood spielen, was natürlich nicht alltäglich vorkommt. Bonnie Raitt hat uns sogar die Hand geschüttelt. Ein Traum. Und wie kam es dazu? Du hast gesagt, durch einen glücklichen Zufall, aber der muss ja irgendwie entstanden sein. Ja, also so ein richtiger Zufall war es nicht, aber wir standen in einem Contest auf Facebook mit einer anderen Band im Rennen und die haben es entweder verschlafen oder hatten was Besseres vor, was auch immer das sein mag, und hatten 5 Likes dann am Ende des Abends und wir hatten halt dann schon einiges gesammelt. Das heißt, ihr habt eure Fans mobilisiert. Wer sind denn eure Fans? Ja, also natürlich am Anfang fängt es immer so ein bisschen an mit Bekannten und Freunden und so mittlerweile ist es eigentlich, hat sich ein bisschen erweitert. Also man kennt auch mittlerweile Gesichter, die man vorher nicht gekannt hat, die dann trotzdem immer wieder bei den Gigs auftauchen. Wir hoffen natürlich, dass sich das jetzt einfach weiter verbreitet. Versuchen jetzt auch wieder öfter in der Gegend zu spielen, dass man einfach vielleicht mal den Namen im Hinterkopf hat. Wie hoch ist der Frauenanteil? Ist bei einer Band mit 5 jungen Männern berechtigt die Frage? Ja, gigantisch. Ich würde schätzen 90%. Kommt das ungefähr hin? Ja, aber halt alle über 40, aber das ist gar nicht schlimm. Ich meine, macht nichts, wir spielen für jeden. Okay, das heißt aber, ihr habt jetzt einiges in Planung. Wann steht denn der nächste Gig an? Also am 20. diesen Monat in Titisee im alten Schulhaus in Titisee Neustadt. Wie werbt ihr für eure Gigs? Also wie erfährt man davon? Also wir betreiben eine kleine Facebook-Seite, wie das ja inzwischen alle Bands eigentlich auch tun. Und wenn man die Seite liked, auch das dürfte nichts Neues sein, bekommt man dann die Nachrichten über anstehende Gigs geteilt. Ich gebe einfach Black Armadillo in Facebook ein und dann finde ich euch. Sollte auch über Google funktionieren, weil der Name jetzt nicht so alltäglich ist. Also das ist, glaube ich, so das Einzige, was man dazu findet. Wie seid ihr drauf gekommen? Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich irgendwann mal einen Bericht gelesen habe darüber, dass Armadillos, also Gürteltiere zu Deutsch, in Amerika lange Zeit vom Aussterben bedroht waren und jetzt fast schon eine Plage sind. Und irgendwie dachte ich, es wäre eine nette Metapher zum Blues, der irgendwie auch so ein bisschen untergeht und unser Gedanke oder unser Gefühl dahinter ist natürlich, den Blues wieder neu aufzubauen, bis er zur Plage wird. Also ja, dann sind wir direkt mal auf den nächsten Song gespannt. Was dürfen wir als nächstes hören? Der nächste Song greift das Thema eigentlich ziemlich gut auf. Das war Dead Blues Letter und ist von unserer alten EP und ist schon ein bisschen länger her, aber immer noch top aktuell. I'm afraid I got some bad news for you.
guten Abend wünsche ich. Das ist der Regio Sound bei Baden FM. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Plaudern. Also wir, das sind in diesem Fall Black Armadillo und ich, Julika Goldschmidt. Schön, dass auch Sie dabei sind. Gemeinsam mit den Jazz- und Rockschulen präsentieren wir Ihnen hier Bands aus der Region und natürlich ihre Musik. Diese Herren haben sich dem Blues verschrieben. Warum der Blues? Ja, also der Blues ist natürlich nur einer von vielen Einflüssen. Also viele Einflüsse sind auch Classic-Rock-Sachen und irgendwie weiß ich auch nicht, warum gerade wir zufällig alle den Geschmack teilen, dass wir auf Sachen stehen wie Jimi Hendrix, wie Led Zeppelin, aber auch neuere Sachen wie Jack White. Und das heißt, ich würde nicht alles auf den Blues münzen. Es gibt auch Hard-Rock-Elemente, Grunge-Elemente. Du hast gerade schon ein paar Namen ins Rennen geschmissen. Gibt es tatsächlich sowas wie ein Vorbild für euch? Oder? Also ich bin vor kurzem gerade 27 geworden. Da muss man schon öfter mal an Jimi Hendrix und auch an Jim Morrison denken. Und denk, verdammt. Da kann man jetzt zumindest sagen, dass sie musikalisch einiges richtig gemacht haben, aber wir hoffen, dass wir dich eventuell auch nächstes Jahr noch interviewen können. Bernd, bitte reiß dich zusammen. Und die anderen, wie schaut es bei euch aus? Vorbilder, ist ja immer so ein großes und eigentlich auch kein besonders schönes Wort, aber sagen wir mal Inspiration. Also bei mir Inspiration als Schlagzeuger natürlich immer ein spezielles Thema, weil das nur wenige Leute teilen können. Aber Jack White ist für mich so aktuell schon ein ganz wichtiger Musiker, der Gitarre beherrscht, also und sowohl auch am Schlagzeug einen richtig guten Style hat und allgemein Musiker, die hier während dem Auftritt nicht ihr gewohntes Programm runterspielen, sondern wirklich bei jedem Auftritt auch so das eigene Gefühl mit reinbringen, das beeindruckt mich und das sind so Vorbilder, kann man sagen, ja, an denen man sich versucht, vielleicht ein bisschen zu orientieren. Vorbilder, die natürlich auch relativ groß geworden sind. Sind das eure Pläne oder eure Träume, dass ihr mit Black Armadillo groß werdet? Also ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, für uns ist es erstmal ein Riesenhobby. Da ist auch nicht zu viel Arbeit irgendwie von verschiedenen Städten, in denen wir wohnen, irgendwie 30, 35 Wochenenden im Jahr dann 200 Kilometer zu fahren, um das Wochenende im Proberaum zu verbringen. Aber ich denke, wir sind alles Typen, denen das erstmal reicht. Ich meine, wenn jetzt morgen irgendwie Manager von The Foo Fighters an der Tür klopft und sagt, Welttournee dieses Jahr, dann sind wir die Letzten, die nicht dabei sind, aber ich denke, in dem Rahmen, in dem wir es machen, ist das schon echt gut so. Wir treffen uns einfach so gerne und das kann man immer sehr gut mit Musik verbinden. Man kann natürlich dann auch sich mal einen Mittag irgendwie zusammensetzen und einen neuen Song schreiben und dann abends geht man noch in den Biergarten oder so. Also das ist auch immer ein super Ausgleich, weil wir sind jetzt auch schon alle mehr oder weniger im Beruf und das ist einfach eine super Möglichkeit, da irgendwie ein Gegengewicht zu haben. Das heißt, ihr schreibt eure Songs tatsächlich zusammen? Ja, also wir schreiben die alle zusammen und jeder ist so hauptsächlich für sein Instrument irgendwie verantwortlich. Ja, ich meine, wir haben es schon öfters versucht, dass jemand mit einer mehr oder weniger fertigen Idee kam. Aber es ist immer schwierig, wenn fünf Leute mit doch dann ziemlich unterschiedlichen Geschmäckern dann irgendwie was Fertiges serviert bekommen und dann zu sagen, okay Jungs, das ist jetzt ein Black Armadillo-Song, ist schwierig. Also wir haben für uns den Weg gefunden, demokratisch zu sein in der Band, aber das funktioniert für uns wirklich am besten. Jetzt bin ich erstmal auf den nächsten Song von euch gespannt. Jetzt gibt's Born in a Car auf die Ohren, ist auch von der neuen Demo und viel Spaß damit. Like a bushfire, ready to
Wunderschönen guten Abend, hier ist Bahn FM mit dem Regio Sound, Musik aus Südbaden. Gemeinsam mit den Jazz- und Rockschulen Freiburg präsentieren wir Ihnen hier Musikerinnen und Musiker, Bands aus der Region und möchten Ihnen natürlich die entsprechende Plattform bieten. Jetzt habe ich noch, leider nur noch für einen kurzen Moment, eine Freiburger Band zu Gast im Studio, Black Armadillo. Wir haben schon fast eine Stunde lang gequasselt, einiges von den Herren erfahren, natürlich schon ihre Musik gehört. Ihr habt zwei Demos mitgebracht. Wo kriege ich die denn jetzt? Also gut, ich habe jetzt tatsächlich den Vorteil, dass sie hier vor mir liegen, aber wenn die Hörer bis hierher schon so begeistert von euch sind, wie haben sie die Möglichkeit, an eure Musik zu kommen? Ja, zum einen gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man einfach zu unseren Auftritten kommt. Da haben wir dann so einen schönen Schlangenlederkoffer, wo man sich das rausnehmen kann. Oder man schreibt uns einfach an. Das geht über Facebook oder einfach über E-Mail blackarmadillo@gmx.de und dann wird es nett verpackt und einfach nach Hause geschickt. Wobei wir natürlich die Auftrittsoptionen favorisieren, dann kassieren wir nämlich doppelt ab. Wenigstens ehrlich. Und wann war denn für euch ein Gig ein guter Gig? Also wann geht ihr irgendwie runter von der Bühne und sagt, ja, geil. Also ich muss sagen, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben schon wirklich fürchterliche Auftritte gespielt, wo wir 300 Kilometer gefahren sind, um vor 5 Leuten zu spielen. Aber da war zum Beispiel ein Auftritt dabei, der mir echt positiv in Erinnerung geblieben ist. Einfach weil es ist schwierig zu formulieren. Also hauptsächlich muss die Chemie zwischen uns stimmen. Da ist nicht unbedingt wichtig, dass jetzt 200 Leute vor einem stehen oder dass man 5 Bier getrunken hat. Aber sobald irgendwie die Stimmung auf der Bühne aufkommt, die wir aus dem Proberaum gewohnt sind, dann haben wir eigentlich schon alles richtig gemacht. Wenn natürlich viele Leute da sind und vielleicht noch andere coole Bands, man einfach einen spitzen Abend verbringen kann zusammen, das ist natürlich, krönt die Sache dann nochmal. Aber ich denke, dass alle von uns irgendwie voll bei der Sache sind und wir wie gewohnt zusammenspielen. Wenn das läuft, dann passt es eigentlich. Jetzt viel wiederholte Male das Wort Bier. Ich habe neulich auf der La Brasbanda Facebook-Seite eine hochoffizielle Entschuldigung von deren Frontmann gelesen, der gesagt hat, es tut mir total leid, ich muss wirklich zugeben, ich war gestern bei dem Gig sternhagelvoll. Ich möchte mich bei meinen Bandkollegen, bei den Fans und bei allen, die irgendwie damit zu tun hatten, entschuldigen. Hätte es diese Entschuldigung von euch auch schon mal geben müssen? Soll schon mal vorgekommen sein, aber sollen wir die Kirche mal im Dorf lassen, es hält sich alles noch im Maß. Und bei Gigs nehmen wir es schon ernst und haben Bock halt geil zu rocken. Da gehört dann auch mal ein Bier dazu. Vermutlich aber doch ernüchternd ist der nächste Song entstanden. Worauf dürfen wir uns jetzt freuen? Der nächste Song heißt Evil Hour und ist auch auf der neuen Platte mit drauf. September 1st, 1659, when I
Der Bahn FM Regio Sound mit Black Amadillo aus Freiburg. Ja, das war's leider schon wieder. War nett mit den Jungs. Ich könnte noch ewig weiter plaudern. Vielleicht machen wir auch noch ein Fläschchen auf, mal gucken. Aber auf jeden Fall werden die Mikros jetzt erstmal geschlossen vorerst. Ja, wir freuen uns auf alles, was da mit euch kommt. Und ansonsten einfach mal auf eurer Facebook-Seite vorbeischauen, ne? Genau, also einfach auf Facebook, am besten natürlich in Real Life. Ist uns immer am liebsten. Jetzt gibt's zum Abschied noch einen Song? Ja, der letzte Song heißt Night Train to 11 und ist auf der alten Platte und war, glaube ich, auch einer unserer ersten Songs und rockt nochmal zum Abschluss. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.